Heute am 2. April hat sich der Arbeitskreis Soziales Engagement vom Hardenberg-Gymnasium Fürth mit anderen eifrigen Schülern getroffen, hier in Fürth an der Siebenbogenbrücke, um Bäume für den Planeten zu pflanzen und um uns alle ein Stückchen besser zu fühlen. Das Wetter ist natürlich nicht so gut, aber wir hoffen, dass es natürlich trotzdem Spaß machen wird und dass wir uns danach alle ein Stückchen besser fühlen werden. Okay, also Frau Dies, können Sie uns kurz mal erklären, warum wir denn eigentlich hier sind? Wir sind hier, weil da hinten dieser Erlenwald zwischen dem Waldmannsweiher und der Rednitz, der ist kaputt gegangen durch einen Pilzbefall. Und jetzt sollen hier neue Erlen gepflanzt werden, damit es einfach wieder aufgeforstet wird. Und wir tun natürlich was für unsere Aktion Plant for the Planet. Yeah! Deswegen sind wir hier. Okay, danke schön. Okay, also wie viel kostet denn so eine Erle? Also der Grundpreis ist, glaube ich, 1,20 für so eine Erle. Wir haben aber einen Sonderpreis bekommen und haben jetzt 90 Cent pro Erle bezahlt. Und ich freue mich schon sehr auf die Aktion, weil wir halt eben die Bäume pflanzen und ich finde schon, dass es auch ziemlich wichtig ist. Also mein Name ist Martin Strausberger, ich bin der Stadtförster hier in Fürth. Bin eigentlich hauptsächlich für den Stadtwald oder eigentlich nur für den Stadtwald zuständig. Und was haben Sie sich im ersten Moment gedacht, als Sie gehört haben, dass sich Schüler dafür gemeldet haben, um Bäume einzupflanzen? Also das ist nichts Außergewöhnliches. Wir machen öfters mal Aktionen mit der Bevölkerung. Und Schüler, die jetzt 8. Klasse oder aufwärts, das ist kein Problem. Die sind auch schon entsprechend erwachsen. Okay, danke schön. Okay, also die Leute gehen schon los, Sven. Wir müssen hinterher. Also wie man sieht, pflanzen die Schüler schon fleißig im Hintergrund. Und wir machen uns jetzt mal auf die Suche nach zwei eifrigen Schülern, die uns zeigen werden, wie man denn so einen Baum überhaupt einpflanzt. Drei freiwillige Schüler gefunden. Stellt euch mal kurz vor. Also ich bin der Alex. Ich bin der Michael. Und ich bin die Luisa. Und wir suchen uns jetzt ein Loch, in dem wir einen Baum einpflanzen können. Auf, suchen wir okay, einen Baum. Auf die Suche. Der schwierigste Teil, die Wurzeln müssen immer nach unten schauen. Jetzt lege ich jetzt hier daneben, um die Loch aufzufüllen. Ins Loch rein treten. Nach oben gezogen werden, dass die Wurzeln dann eben nach unten schauen. Ein Chirurg. Weil schließlich leben die Bäume auch. Natürlich möchte ich euch jeden Eindruck vermitteln, den ich hier aufgreifen kann. Deswegen werde ich jetzt mal testen, wie es sich anfühlt, eingepflanzt zu werden. Ganz zart. Also ich bin jetzt eingepflanzt und es ist ein ziemlich eingepflanztes Gefühl. Könnt ihr mich mal wieder rausbuddeln? Also wir gehen dann. Ja, okay. Ciao. Ciao. Ich hätte nur die Frage, wann sind denn die Erlen so groß, dass ich sie ohne schlechtes Gewissen umarmen kann, dass sie kaputt gehen. Oh weh, das kann mindestens 20 Jahre dauern. Ganz fest, mit dem Herz an den Baum. Manchmal hört man im Sommer sogar die Säfte in den Baum hoch und absteigen. Freude, also mein ganzes Herz ist voller Freude. Innerhalb eines Radiuses von 10 cm ist die Luft bei diesem Baum eindeutig besser. Also wenn ich jetzt zum Alex gehe, eindeutig schlecht. Ja.
fühle mich auch ein bisschen so wie eine kleine Mutter. Und kam es denn in der Geschichte des Hardenbergs schon mal vor, dass Schüler Bäume gepflanzt haben? Ich bin jetzt 4,5 Jahre am Hardenberg-Gymnasium, ich weiß es ehrlich gesagt. Ich wollte sagen, jeder in seinem Leben sollte zumindest schon einmal einen Baum gepflanzt. 2 Stunden sind jetzt vorbei und wir haben 450 Erlen geschafft einzupflanzen. Die meisten Schüler sind jetzt nach Hause gegangen, eigentlich schon alle. Stehen noch die 2 Lehrer und der Robert da und ja, es hat nicht geregnet, es war ein toller Tag und ich hoffe, wir haben ein bisschen Interesse bei euch geweckt.